Und mittlerweile sind wir auch wirklich stark. Und Strife ist fast gleich auf mit Krieg jetzt wieder. Sammle 5 Gesundheitskerne für War. Da kriegen wir wieder 2000 Seelen dazu. Die Sammlung sagt, ja, sieht gerade ganz gut aus. Sieht echt nicht schlecht aus. Wie viele Munitionstypen fehlen gerade bei Strife? Nur noch eine. Und auch nur noch eine Verbesserung bei Krieg. Huch. Kommt, kommt. Seht, was ich zu bieten habe. Tötet viele. Das nützt uns allen. Ja. Ich schätze, da kann ich dir tatsächlich mal recht geben. Kann ich für die 2-4 bei Dis noch irgendwas kaufen? Ihr wollt es? Ich habe es. Vielleicht. In Fahrt. Verlängert die Dauer der Superserie um 15%. Das finde ich gut. Diese Fährmannsmünzen sind ziemlich selten. Woher habt ihr sie? Aufwärtshieb. Erhöht die Aufwärtshieb-Reichweite, um mehr Feinde in die Luft zu befördern. Mit genug Seelen kann ich vielleicht meine Freiheit erkaufen. Ich darf doch träumen. Ich handle immer gern. So, die aktuelle Stärke unserer Charaktere 494 und 484. Kreaturenkerne hätten wir 2 noch übrig. Erhöht Zornkraft um... Ja, das ist nicht schlecht. Das ist wirklich nicht schlecht. Setzen wir das hier hin. Erstmal. Joker-Typ. Verringert die Zornkraft um 5%. Das ist okay. Das finde ich jetzt nicht mehr so schlimm. Wie sieht es hier mit dem... Nee, das macht unsere Zornkraft schwächer. Hier haben wir die Gesundheit um 20% verringert. Da brauchen wir einfach nur die nächste Stufe noch von diesen Viechern, dann sollte das besser werden. Was wäre denn jetzt das nächste Kapitel? Der Damm. Da Belial es auf das heilige Wasser von Eden abgesehen haben soll, attackieren die Reiter seinen Damm. Äh, 340 ist hier empfohlen. Wir finden 2 Trickschlüssel, eine Tricktür, 6 Aufwertungen und 19 Fährmannsmünzen. Ich würde sagen, wir wagen es. Wir können auch potenziell 5 neue Kreaturenkerne bekommen, 5 neue Arten. Was auch nochmal sehr gut ist. Stinkt das nach Verderbnis. Und wie? Ich kann es riechen aus dem Bildschirm. Und ich dachte, du hättest deinen Mantel wieder nicht gewaschen. Belial zieht Kraft aus seinem verdorbenen Wasser. Wenn er wirklich einen Zufluss aus Eden angezapft hat, schadet das dem Gleichgewicht sehr. Lass uns trocken bleiben. Diese Säure verätzt mir sonst die Stiefel. Okay. Hier oben noch irgendetwas. Es war so klar, da unten. Hier oben können wir schon überall das, oder hier unten das giftige Miasma von
Stauwasser, das giftige Miasma von Belial spüren. Finde Belials verdorbene Gewässer, drehe alle Ventile, damit das verdorbene Wasser abfließt, besiege alle Riesenkäfer im Damm, falle durch einen Abfluss in die Jauchegrube tief unter Belials Damm. Uah. Was ist, wenn ich das nicht will? Was ist, wenn ich mich weigere? Ah. Oh, schade. Ich dachte, das wäre diese Jauchegrube. Aber offenbar nicht. Schön, man kann also auch ganz normal hier lang gehen. Um sich noch diese Fährmannsmünze zu schnappen. Was war das denn jetzt? So, wir müssen erstmal Munitionstypen ändern. Ich will auf jeden Fall den Statikschuss. Und den Strahlschuss. Sehr gut, das ist der Statikschuss, das gefällt mir schon mal. Stauwasser. Okay, das ist schon mal ein großes Gebiet. Was zur Hölle sind das für Viecher? Aua. Die sind nicht so lecker. Komme ich nicht hin. Irgendwo sollen hier ja Ventile sein. Holy shit. Okay, das ist mega. Okay, dieser Stau, dieser Statikschuss und dieser Strahlschuss in Kombination, das ist verboten stark. Das ist wirklich verboten stark. Okay, hier machen wir was mit Krieg. Was passiert denn, wenn ich den jetzt hier hinwerfe? Dann geht das da oben hoch und dann kann ich mit Krieg... Ah ja, verstehe. Ich hab's kapiert. Ein Giftfloh. Maximale Gesundheit um 1% erhöht. Ich muss hier noch mehr erkunden. Oh nein. Kläglichst gestorben. War hier nicht noch irgendwo, habe ich hier nicht noch eine Fährmannsmünze gesehen? Zwei sogar. Hier oben. Die Frage ist allerdings, wie man da jetzt hinkommt. So offenbar gar nicht. Naja. Dann machen wir Folgendes. Tremor-Handschuh ist schon ausgewählt. Und... sehr nice. Danke. Oh. What is that? Das ist ja auch interessant. Dann werfen wir das Teil doch mal da oben hin. Ich
will einfach mal herausfinden, was da ist. Ach. Perfekt. Zornsteinfragment des Schurken. Sehr gut. So haben wir das auch sofort gefunden. Was ist hier oben? Ah, verstehe. Hier soll es eine Möglichkeit geben, offensichtlich. Ja, verstehe schon. Hier ist auch noch eine Truhe. Brutal stark. Brutal stark. Okay, mit diesen Munitionsarten gewinnt Strife jetzt natürlich mega an Durchschlagskraft. Wirklich. So, war hier noch irgendetwas? Hier nicht. Hier holen wir uns jetzt erstmal die Fährmannsmünze oder Münzen. Das sind drei. War natürlich einigermaßen blöd. Wir hätten erst was anderes tun sollen. Nämlich die Abkürzung freischalten. Okay, das war jetzt auch einigermaßen blöd. Kommt schon, Krieg. So, dann machen wir das halt jetzt. Wie gesagt, hätte ich schon vorher machen können. Hier kann man jetzt was machen? Okay. Hätte ja sein können, dass wir da jetzt ein Ventil drehen können. Ah, irgendwas soll man hier auf jeden Fall noch machen. Sonst würde ich doch jetzt nicht da irgendwie wieder zurückgehen. Ah, okay, jetzt sind wir auf dem Damm. Was aber auch doof ist, weil wir auch noch in die andere Richtung hätten gehen können da unten. Wenn ich das richtig gesehen habe zumindest. Das muss ich jetzt erst einmal studieren, bevor ich weitergehe. Ja. Was ist das für ein Symbol? Da kriegt man doch später wahrscheinlich auch wieder irgendeine Teleport, heißt es hier. Das ätzt ja. Ah! Was ist denn das? Eins von fünf Ventilen ist gedreht. Vielleicht kann man dann nachher hier noch was einsammeln. Könnte ich mir vorstellen. Für den Teleport fehlt mir noch eine Fähigkeit. Anders kann ich mir das gerade nicht erklären. So, und jetzt können wir wieder den eigentlichen Weg gehen, den wir gehen sollten. Sieht es jetzt hier aus? Wir sind jetzt ziemlich weit oben. Und da ist der Damm. Oh, verdammt. Ganz schön viel Gift. Und wie? Du scherzt angesichts eines so gewaltigen Sakrilegs? Ich weiß ja, das ist übel, aber verlier nicht den Kopf. Versuch nicht über rasendes, wütendes Chaos hinauszugehen, sonst verlierst du noch einen Arm. Letztes Mal musstet ihr mich zu dritt zurückhalten. Willst du es mal allein probieren? Oh.
Er fordert seinen Bruder heraus. Teufel, nein. Spar dir das für Belial auf. Noch eins von den Ventilen. Dann war das da unten aber höchstwahrscheinlich doch ein Ventil. Und ich habe es einfach nur nicht als solches erkannt. Beeindruckender Anblick, wenn auch etwas eklig. Die Fürsten der Hölle haben einen neuen Tiefpunkt erreicht. Beachtliche Leistung, macht sogar mich etwas wütend. Also man kann auf jeden Fall sagen, dass auch hier wieder das Design mega cool geraten ist. Das war einfach. Hier ist wieder den Teleporter. Aber dann kriegen wir doch gleich garantiert die Fähigkeit. Wie soll es sonst laufen? Traue ich mich jetzt noch nicht. Die Quelle. Da oben ist auch etwas. Autsch. Blöde Säurepools. Drive zurück, ich hab Bock zu ballern. Ui. Okay, das könnte wieder interessant werden. Erstmal hier das Portal herstellen. Ja, man sollte treffen, wenn man ein Schütze ist. Man sollte wirklich treffen. Man sollte sich konzentrieren. Geht doch. Aber durchwerfen müsste es schon bringen. Sehr gut. Die habe ich fast übersehen hier. Oh, die Automap. Karte der Damm. Perfekt. Okay, wir sind ja jetzt gerade auf dem Damm, der Ablauf, das Gerinne. Oh, da ist noch ein Trickschlüssel. Diese ganzen Teleporter verwirren mich gerade ein bisschen. Auf jeden Fall oberhalb des Damms. Erstmal brauche ich dich. Pikachu! Gut. Diese Münze gehört damit auch mir. Wie schnell sich die Super-Serie mittlerweile auflädt. So, da drüben waren wir noch nicht. Hier gibt es auch wieder eine Fährmannsmünze. Die Quelle.
Da sehen wir das Portal nach Eden. Lucifer entweiht Eden. Wenn wir ihn finden, ramme ich ihm ein Schwert in den Schädel. Du solltest vielleicht erstmal mit ihm reden, denn ich glaube, er ist stärker als du. Wir gewöhnen uns wohl lieber an diese Erinnerungen an Eden. Wir taten, was nötig war. Ich wünschte, das käme überzeugend darüber. Es war falsch, von Nephilim Eden anzugreifen, schon klar. Aber sie auszulöschen? Komm schon, der Rat hat versagt. Oder er hatte andere Gründe, uns zu vernichten. Pass auf, was du laut aussprichst. Der Rat hat Augen und Ohren überall. Naja, einen Beobachter haben wir diesmal nicht dabei. Du scheinst mir nicht zu widersprechen. Darüber können wir reden, wenn wir Belial erledigt haben. Ja, zurück auf Kurs. Für das Gleichgewicht, richtig? Richtig. Belials Anhänger. Nein, wir werden sie niedermähen. Gut, die Stille war nicht zu ertragen. Gegen Stille das Klirren von Stahl. Verdammte Stille! Dieser Tritt ist echt gut. Autsch. Und erledigt. Und erledigt. Scheiße, was ist das? Das ist einer von diesen ominösen Mistkäfern sein. Wow. Bringt uns immerhin auch schön einen neuen Punkt hier. Giftkäfer. Säureexplosion beim Tod, die im Radius von 3 Meter je nach Zornkraft Schaden zufügt. Aha. Und eine neue Aufwertung. Steinhaut. Wars Haut versteinert, sodass er für 10 Sekunden deutlich weniger Schaden erleidet. Kostet eine halbe Zorneinheit. Und wir haben dadurch eine Quest erfüllt. Sehr, sehr cool. Kann man hier noch irgendwo lang? Ich meine, hier ist ja noch irgendwo etwas auf der anderen Seite. Wir können jetzt die Steinhaut. Das ist sehr, sehr gut. Das eine oder andere Mal wird man sie sicher noch gebrauchen können. Jetzt frage ich mich allerdings, wie ich das wegkriege. Hier muss es einen Trick dafür geben. Ich sehe aber leider keinen. Hier drüben ist auch nichts. Hier kann man auch nichts kaputt machen. Wir gehen nochmal eben wieder hier runter. Und hier ist ja auch noch etwas, was hier finden wollen. Der Ablauf. Okay. Krass. Kreaturenkerne. Skelettsoldat. Und was haben wir jetzt hier bekommen? Ja, Gesundheitssteinfragment des Eroberers. Und das war's dann. Und hier ist jetzt der Teleport endlich aktiv.
Jetzt sind wir hier. Sieht doch schon mal nicht so schlecht aus. Auch wenn ich hier immer noch nicht das Rätsels Lösung herausgefunden habe. Geht es hier jetzt für uns weiter? Der Damm. Verstehe. Da oben ist ein weiteres Ventil. Wir müssen da unten irgendwie rankommen, sehe ich gerade. Okay. Was macht das denn? Oh. Vor allem bist du tot. Aber der strahlt immer noch diese Pestaura aus. Giftkäfer. So, damit können wir wahrscheinlich das Wasser abstellen, oder? Nee. Doch. Jetzt kann man hier also ganz normal rüberlaufen. Aber hilft mir das? Gerade scheint es mir irgendwie nicht zu helfen. Hier hat es auch keine Auswirkungen drauf. Das kann ich mir doch aber greifen. Ich wollte es doch sagen. Jetzt müssen wir es nur noch entzünden. Sehr gut. Von da nach hier, nach da. Go. Und schon haben wir das nächste Ventil. Und damit fehlt jetzt nur noch eins, wenn ich richtig gezählt habe. Und das könnte das da unten schon sein, was wir gesehen hatten. Oh, lieber warten. So. Ui. Okay. Was finde ich denn jetzt hier drüben noch? Ach, cool, den Trickschlüssel. Okay, das kann ich jetzt gerade nicht anvisieren. Auf jeden Fall den Trickschlüssel und das ist schon mal super wichtig.
Ah, sehr gut. Okay. Den haften wir schon mal hier. Lassen wir schon mal hier dran haften.